Leute, was geht? Hier ist wieder Jasna am Start. Und zwar habe ich für euch heute ein neues Video. Und wir backen heute Mini-Taler. Und ich sag mal, was wir alles dazu brauchen. Wir brauchen 75 Gramm weiche Butter. Und dann brauchen wir ein Ei Größe M. Und dann brauchen wir Glasur. Und dann brauchen wir 20 Milliliter heißes Wasser, warmes Wasser und dann noch Streuseln. Und jetzt rühren wir das mit der Rührmaschine. Und dann habe ich es noch hier so mit so einem Kochlöffel so umgerührt nochmal. Und dann braucht ihr zwei Löffel, um das zu nehmen. Zwei Löffel so drauf tun und dann es so rund machen und dann so drauf tun. Das mache ich jetzt. Und jetzt noch ein Löffel. Und jetzt habe ich das schon fertig gemacht und ich wärme das jetzt auf 200 Grad den Backofen und dann lasse ich es mal wärmen und dann tue ich es rein und dann warten wir halt und wenn es fertig ist, da schalte ich dann wieder an die Kamera. Und jetzt haben wir das auf 200 Grad gemacht und das tun wir jetzt da rein. Und jetzt haben wir diese Taler da reingemacht, diesen Teig, und warten jetzt, bis das hochkommt, das Teig. Und jetzt machen wir die Glasur. Wir müssen jeden Löffel da rein tun. Und jetzt haben wir die Glasur reingetan und jetzt rühren wir. Ganz stark, dass diese Pulver nicht mehr da ist. Und jetzt habe ich das rausgeholt, 10 Minuten sind schon vorbei und jetzt mache ich Glasur drauf. Erstmal drehe ich um. Wir drehen erstmal alles um und dann machen wir die Glasur drauf. Und jetzt machen wir Glasur drauf. Wir nehmen jetzt einen Löffel. Einen Löffel. Und machen dann so. Schon mit der Glasur fertig und jetzt machen wir Streuseln drauf. Musik
Das ist mein erstes Mal, wo ich das gemacht habe. Lasst ein Like da und ihr könnt es euch auch kaufen. Und das war's auch schon mit dem Video, Leute. Lasst ein Like da, abonnieren und schreibt in die Kommentare. Auf Wiedersehen!